Hallo liebe Rheinkick-TV-Zuschauer, heute an meiner Seite ist Top-Torjäger Ludwig Wolper vom TSV Weiß. Ludwig, in 17 Spielen 14 Tore. Aktuell kannst du, wie man sieht, nicht auf Torejagd gehen. Was ist passiert? Ja, ich habe mir beim Spiel des FC Eitorf eine schwere Verletzung zugezogen. Beim sehr relativ unnötigen Foul bin ich halt sehr offen zum Ball und ja, der Spieler kam mit Tempo und schoss mir meinen Knochen in zwei. Dein Trainer Conny Wieting hat noch leise Hoffnung geäußert, dass du vielleicht noch fit wirst zum letzten Saisonspiel. Darf er sich noch Hoffnung machen und wie ist bisher der Heilungsprozess bei dir verlaufen? Ja, Hoffnung besteht allemal, da ich erstmal sehr erfolgreich operiert worden bin und jetzt am Donnerstag meine zweite OP bevorsteht und ja, ich kriege eine Stellschraube entnommen und kann dann schon relativ zeitnah mit der Reha anfangen und früh ins Geschehen wieder eingreifen. Egal, ob du jetzt mitspielst oder nicht, wie siehst du die Chancen vom TSV Weiß, dass sie die Liga noch schaffen? Es sind noch 5 Spiele zu spielen, 7 Punkte bis ans rettende Ufer. Ist das noch machbar? Ja, machbar ist alles im Fußball. Gerade wenn man noch 5 Spiele hat, dann heißt es einfach 5 Siege holen und gucken, was die Konkurrenz macht. Und ja, vielleicht kann ich da das ein oder andere noch beitragen am Ende der Saison. Conny Wieting wird den Verein zum Saisonende verlassen. Wie ist deine Zukunft? Wirst du im Fall des Abstiegs beim Verein bleiben? Wirst du dem Verein den Rücken kehren und vielleicht eine Liga höher spielen? Hast du ja schon Gedanken darüber gemacht? Ne, Gedanken groß keine, aber ich denke mal, erstes Ziel ist jetzt die Klasse zu halten und alles andere sieht man dann nach der Saison. Keine Prognosen, wo du nächstes Jahr spielst? Nee, keine Prognosen. Okay, danke fürs Interview und gute Besserung. Super, danke, tschüss.